Ein Sternekoch bei der Arbeit. Holger Stromberg hat bei BMW Lehnbachplatz in München sein neues Café eröffnet. Pralinen, Tarts und kleine Gerichte im exquisiten Ambiente. Ein Café als Ausflug in die Welt der feinen Küche und in die Welt des Automobils. Wir haben einfach ein Konzept gemacht, wo man Patisserie erleben kann, wo man Kaffeekultur erleben kann, wo man eben auch Tee trinken kann und natürlich hier verweilen, die Autos bestaunen, die Kunst bestaunen, ein Ort, an dem man sich einfach sehr, sehr wohlfühlen kann. Auf Unwesentliches verzichten und nur das Beste hervorbringen. Das Motto von Holger Stromberg passt perfekt zu BMW. Es gibt wohl niemand hier im Bereich der Gastronomie, der so für Leidenschaft steht, für Stil, für Modernität, für die Emotionen wie Holger Stromberg. Und da passt er natürlich genauso zu BMW. Wir stehen für die gleichen Werte. Und gerade hier heute auch in unserem Pavillon Lehnbachplatz mit der Vorstellung des neuen Fünfer passt das ideal zusammen. Die schönste Form von Dynamik, so der Name der Ausstellung, mit der die neue BMW Fünfer Limousine im Café Stromberg bei BMW Lehnbachplatz präsentiert wird. Diese wurde zeitgleich mit dem Stromberg-Café eröffnet. Die Werte von BMW und natürlich auch von Stromberg, die passen einfach zusammen. Es ist innovativ, es ist dynamisch, es ist aber auch ein Stück weit Tradition, es ist Qualität. Und natürlich die Autos spiegeln das wieder. BMW hat mit seinen Formen einfach für Esprit gesorgt. In der deutschen Automobilbranche hat gewagt, hat gewonnen auch damit. Und das tue ich auch. Ich wage viel und ich hoffe dann auch zu gewinnen. Bei der Eröffnung seines Cafés hat Holger Stromberg schon gewonnen. Viel Prominenz war gekommen, um sich den lukullischen Gaumenfreuden hinzugeben. Ich habe vorhin mal kurz in die Vitrine geschaut. Vielleicht hole ich mir gleich noch was. Eines ist sicher. Mit der Kombination aus kulinarischem und automobilem Erlebnis hat das Stromberg-Café das Potenzial, zu einem Publikumsmagneten in der Münchner Innenstadt zu werden.